So, also, wir haben hier eine alte Taschenuhr, die kann ich aber nicht scrappen. Warte mal, können wir die einschmelzen vielleicht? Kann das sein? Könnte sein. Ich probiere das mal aus. Ja, das siehst ja, wenn da kleine Zahlen kommen, dann geht's. Ansonsten müssen wir eine große fortsparen. Bishop, was war das denn? Hi, grüß dich, mein Lieber. Scrap Rubber? Gummi oder was? So, ich bin wieder gut drauf. Strong Mind. Jetzt fehlt mir. Ich habe nochmal Mechanical Parts und alles gefunden. Lagen in der Kiste oben. Ja, ja. Die habe ich jetzt mal in den Küchenschrank da gepackt, wo die eigentlich drin liegen. Mini Bike Chassis. Iron und Clay. Clay haben wir doch hier oben doch auch noch. Darf ich da mal kurz ran? Da war doch noch Clay. Das muss ich aber in der Schmiede machen, ne? Ja. Wir haben für alles doppelt. Ryan, vielen Dank für die Bits. Ja, der Ping funktioniert nicht. Mit Jojos kann man Astrak zählen und ihn dann mit Olivenöl eincremen. Dein Chat hat tolle Tipps parat, muss ich sagen. Ja, super. Ich frage mich, woher die eigentlich wissen, was wir nach der Aufnahme. Aber ist ja auch egal. Wir haben 981 Scrap Iron hier. Ich könnte das natürlich mit einschmelzen in der Schmiede, ne? Ja, so ein bisschen. Auch lassen, was, aber du dann, brauchst, nee, was du brauchst, was du brauchst. Ja, aber dann würde es fürs Minibike halt, ne? Für den, ja, eben. Minibike ist wichtiger. Das denke ich auch. So, jetzt habe ich endlich den Zen Master. Herrgott nochmal, das hat aber auch gedauert. Ich muss da unbedingt schneller drauf kommen. Ich denke, den kriegst du nur, wenn du hockst. Den ja, ich bin doch unten, ich bin doch in der Hocke. Nee, bei mir nicht, bei mir stehst du. Ah, alles klar, warte. Beweg dich mal ganz kurz. Nein, Kleidungsstück an und aus, dann ist ja, alles wieder okay. Alles klar. So. Ich kannte den Bug nur im Liegen. Okay. So, dann kannst du wieder aufstehen, das ist alles gut. Ja, im PvP, weißt du ja. Ja, ja, klar. Kennt man ja. So, erstes Chassis unterwegs. Perfekt. Aber Moment. Und wenn es geht, können wir uns jetzt langsam Gedanken machen, wer von uns die Werkbank lernen möchte. So, ich nehm noch mal zweimal Weizen. Quest Skills Workbench kostet 10 Punkte. Braucht man 15 in Construction Tools für... Wie weit bin ich denn in Construction Tools? Construction Tools 12. Ja, eine okay. Falle ist zugeschnappt. Ich guck mal, ob was drin ist. Jawohl, ein Hühnchen. Legen wir gleich. Ja, ein Hühnchen haben wir gefangen. Ah, ich leg gleich mal, hab gleich mal neu die Falle geködert. Für zwei Personen reichen eigentlich zwei Fallen aus, wenn man ein bisschen Luft hat. So, da ist das Hühnchen, Chicken. Das kommt hier unten zu den Kanickeln. Und jetzt brauchen wir von jedem nur noch eins. Und dann haben wir nämlich auch die nächste Queste geschafft. Nebenbei, okay. Diese Hühnchen kann man dann, wenn man diese Quest abgearbeitet hat, auch... Oh, was hören wir? Samantha. Oh, eine Samantha. Ja, hoffentlich stirbt. Sehr schön. Hoffentlich die Spikes kamen genau rechtzeitig. Die ist genau. Doch schon tot. Ah, gut. Haben wir noch Couple Stones? Und noch Clay? Darf ich mal die 10 Forged Iron da raus? Ach, die habe ich da, glaube ich, auch selbst hergestellt. Pass auf, dann... Wir haben gar keinen Clay mehr, ne? Doch, ich habe hier noch 329 in der... warte. Ich droppe ihn dir hier. Nee, ich packe ihn hier unten in die große Kiste alles eben klar. Rein, ja? Mhm. Okay, ist drin. Merci. Irgendwas schleicht draußen noch rum. Schleicht? Es rennt. Hab ich doch gesagt. Oh, das scheint eine richtige gute Horde zu sein, was? Ja, hört sich so an. Ich kann einen Trog bauen. Den brauchen wir aber jetzt noch nicht, ne? Nee, jetzt unbedingt, noch nicht. Ne? Nee. Dann packe ich das Forged Iron mal wieder zurück. Mhm. So, ich brauche einen Flagstone. Oh, Minibike-Chassis. So, erstes Chassis ist da. Ein 25er Chassis. Sehr gut. Läuft. Was ich beruflich mache, ich versuche mich als Programmierer. Wood Frames. Ja.
Kann man nie genug von haben. Oh, ich habe wieder Meditation bekommen. Einfach, weil ich lange noch gehockt bin. Ja, ich kriege sie überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Lange noch gehockt rumeiern. Ja, aber ich eier doch hier schon. Stehst du mal wieder auf, dass es Meditation weggeht? Eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit über hier gehockt. So, und jetzt kann ich mich wieder hinhocken. Mal gucken, ob er dann wieder kommt. Wir gucken mal, wo der Balken ist. Der ist so bei Anfang U. Ich habe nur well rested und strong mind. Also ja, den ja, hab Smiley habe ich, ne? Aber mehr habe ich nicht. Ja, kommt. Das dauert halt, ne? Bis der aufpoppt. Rested, Stress, das ist doch für Stressresistenz, richtig, ne? Oder genau, genau. Und wenn der Balken voll ist durch Erfahrung, dann kannst du den nächsten... Ich habe den gerade mal bis zum Häkchen, also bis zum hinterm Häkchen irgendwo so. Aber ich ja, öfter mal in der Hocke sein. Also ich bin schon ein bisschen weiter, ich bin schon bei Required, da ist es beim U. Da ist mein Balken. Aber ich darf mich bewegen, wenn ich in der Hocke bin. Ne? Ja, scheinbar, weil ich habe eben den auch in gehockt bekommen, obwohl ich da rumgelaufen bin. Also lang genug in der Hocke bleiben, das ist wohl das Geheimnis. Ja, also nicht, dass ich wüsste. Eigentlich hocke ich hier genauso lange wie du jetzt. Mhm, wir schauen mal. Finde ich komisch. So, Minibike. Was ist das? Spinne? Nein, Riesenskorpion. Das ist ein Riesenskorpion. Okay. Also das war einer. Hoffe ich. So, Minibike. Ach Quatsch, ich wollte ja... Ich bin Trottel. Bin ja wieder hochgegangen. Dumm. Dumm, 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 dumm. Leather. So, Kosch, eins, zwei. Auf jeden Fall Rest. Hier auch mal zwei. Das heißt, vier. Auf jeden Fall. Nee, ich krieg hier nichts. Bei mir kommt hier nichts. Keine Ahnung warum. Ach, warte mal. Vielleicht habe ich nicht genug Essen und Trinken. Ja, ich habe 46... 5, ja, 75, ich hab, ne? 75. Ich hab nur 46%. Das ja. Ist das Ding. Ja. Das müsste besser werden. Deshalb. Oh, ich hätte schon die ganze Nacht hier rum. Jetzt habe ich wieder Meditation können. Bekommen. Ba, ba, dun, dun. Na, ich hoffe, der rechnet mir das jetzt nachträglich an, dass ich hier schon den ganzen Abend rumhocke. Nein. So, ich bin über dem U. Oh, doch, das ist super. Also stehen wir wieder auf, damit wir uns gleich wieder in die Hocke begeben können. Wenn wir schön Meditation sammeln in der Nacht, das Spielchen machen wir ein paar Mal, weil das ist nachher wichtig. Dann gibt es nämlich auch schneller. So, also unsere beiden Minibike-Rahmen sind fertig. Mhm. Da schlage ich hier mal das Eisen weg in der Zwischenzeit. Das ist mal eine sinnvolle Maßnahme. Ja, die Kühltruhe, die wir oben benutzen, die hält das Essen ein bisschen länger, aber es ist keine richtige Kühltruhe, denn die muss mit Strom betrieben werden. Das ist das Problem. Deswegen spoilt uns da oben der Kram und deswegen, wenn wir Fleisch machen und sonstige Sachen, sehen, dass wir alle satt werden, dass wir genug essen, das ist viel wichtiger. Ja. Ja, Fleisch haben wir ja noch 10. Du sagtest vorhin, dass du versucht hast. Hast du ein paar Punkte in Science übrig wegen den Minibike-Teilen oder ist das hier nicht so wichtig? Das ist schon wichtig, na klar. Ja. Wenn aber gut, hast, Level 25 ist natürlich jetzt. Ja, jetzt haben wir sie schon hergestellt, ne? Also beide, ne? Ja, jetzt haben wir sie. Den Rahmen, ja gut, der Rahmen, ne? Ja, ja. Science. Was braucht man für die Workbench? Punkte. Kannst du mal gucken. Ich würde, glaube ich, erst nochmal in Ausdauer kann ich Workbench Construction Tools 15 brauchst du dann. Workbench. Construction Tool 10, Mining Tool 20. Ich habe 12 Construction Tools. Ich würde jetzt ungern Skillpunkte reinstecken, sondern dann würde ich lieber was aufwerten, weißt ja, du? Mining Tool, das fehlt. Ah, ich habe wieder Meditation. Yeah. Mining Tool habe ich, bin ich nicht durch mit der. Mining Tool habe ich, wie Mining Tool? Toolsmithing habe ich auf 2, wenn du das meinst. Oder nee. Was meinst du mit Mining Tool? Wenn für du die mal Workbench guckst, brauchst du Toolsmithing 2? Mining Tools brauchst Tools du auf 20 für die Workbench. Bei mir steht Toolsmithing 2
Und Construction Tools 15. Ah, ich war bei Concrete, alles klar. Hat sich erledigt, okay. Ich brauche dafür noch einen Punkt. Da würde ich sagen, ich versuche die Workbench zu lernen. Da teilen wir uns das auf, dass du das nicht machen musst. Ein Punkt was? Ich dachte, du wärst Construction Tools erst bei 10. Ich hab mich verguckt gehabt. Ich habe Construction Tool 15, habe ich. Ja, das passt. Ah, okay, alles klar. Ja. Ich überlege, was ist denn in der Starvation noch sinnvoll zu skillen? Gib doch mal einen Tipp. Den Tyrannosaurus Rex, wenn du noch nicht. Ja, da kann ich gerade nicht mehr. Dann da hab ich meine 69er und Bad Mechanic. Ah, Mining 69er, richtig, das kann ich machen. Bad Mechanic ist sicherlich auch generell nicht schlecht, ne? Ich überlege gerade, ob ich jetzt in Science noch was reinpacke. Science brauchen wir wahrscheinlich erstmal nur bis 3. Wegen den Fähigkeiten. Was für ein Level bin ich denn überhaupt? Ich bin Level 9. Quest Skills. Naja, wenn ich ein Level abkriege, ist Weapon und Tool Smithing auch nicht unwichtig, sag mal. Kannst du zwei Pickaxe herstellen? Also, damit wir Steine kloppen können und sowas. Ja, eine habe ich hier schon. Ich stelle mal eine zweite her. Genau. Pickaxe. Achso, warte mal. Kannst du schon ein Handelbar? Nee, dafür brauchen wir die Werkbank. Ja, alles klar. Also wir brauchen als nächstes die Werkbank. Ja. Forged Iron. Noch mal 10 Stück. Quatsch. Ich habe übrigens einen Clawhammer gefunden. Ah, das ist ja gut. Ja, brauchen wir keinen bauen. So, ich habe immer noch keinen Zen-Meister bekommen, ne? Kannst du mir mal verraten? Ich habe Wasser 71 und Food 83. Das muss doch reichen, oder? Nein, nicht? 75. Ja, weißt du was? Ich habe jetzt keinen Bock mehr, die ganze Nacht über zu hocken. Ich sitze die ganze Nacht hier doof rum, ne? Ja. Ohne dass es mir irgendetwas gebracht hat. Alles auf 75, dann kriegst du auch deine Entspannung. Ja, das will ich nie entspannen im Spiel. Das sehe ich so schon. Das kannst du vergessen. Clothing. Und da ist er wieder, der Zen Master. Da. Läuft. Man muss den halt ein bisschen trainieren. Aber dann, wenn man den Zen Master hochgebracht hat, dann geht's auch schneller, bis er kommt. Woher hast du eigentlich den Rock? Hast du den gefunden oder hast du den hergestellt? Den habe ich gefunden. Nein, den habe ich gefunden. Röcke behalte ich grundsätzlich. Ja. So, Pickaxe. So, wir haben Tag, wir haben Tag 7. Heute ist Hortentag, also vielleicht sollten wir da mal gucken, dass wir noch ein paar Spikes machen und ein bisschen Bäume fällen. Das wäre vielleicht nicht unspannend. Ich gebe dir mal meine Pickaxe, weil ich habe kein Holz mehr. Wo bist du? Unten im Keller. Du hast kein Holz mehr? Nee, ich gehe jetzt los und hol Holz und dann kriegst du hier, ich droppe dich hier unten. Ich bin ja schon, leg dir auf den Boden. Danke, hab ich. Denn, obwohl, hier komme ich ja eh nicht raus. Nee, nicht. Ich hab null Holz und das, was in der Kiste war, ist jetzt irgendwie auch weg. Ich renne jetzt mal los und besorge welches. Ja. Palin, hi. Dann kann ich auch eine zweite Pickaxe noch machen. Ja. Die ist jetzt schon ein bisschen abgenutzt, die du hast, aber... Es ist alles gut. Alles easy, alles cool. So, wir brauchen, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr Spikes, ne? Mhm. Ausdauer ist wieder weg. Dabei habe ich doch den T-Rex geskillt. Ja, mehr geht auch nicht. Athletik 20, jo. Läuft. Ja, Athletik brauche ich auch noch einen. Dann kann ich nämlich noch mal einmal in den Tyrannosaurus reinskillen. Ich habe jetzt 19. Mhm. Mal gucken.
Weil Ausdauer ist echt ein Problem. Das ist es. Indeed. Und die Axt, die ich die gefunden habe, war eben auch nur grau, ne? 78. Also Wunder darf man von der jetzt auch nicht erwarten. Mining Tool auf 3. Siehste, da ist doch schon mal was passiert. Nein, Starvation streamen wir nicht mal Donnerstag. Ach so, richtig. Hast du schon eine Idee, wann du nächste Woche... Wir müssen uns dann nachher mal unterhalten. Müssen wir uns unterhalten und dann mal gucken. Wie das passt. Wollte ich dich eigentlich vor dem Stream gefragt haben irgendwo so. Mach das doch. Dann hätte man nämlich am Ende was sagen. Ja. Dann hätte man nämlich am Ende was sagen können. Lass mal gucken. Ah, man denkt halt dann immer an tausend andere Sachen und dann da noch schnell und da noch schnell und man denkt, oh naja, hab ich noch Zeit und auf einmal ist plötzlich Stream-Time und... Nee, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, weil ich bin ja auch erst nach Hause und war hier... Ich habe ja gerade mal 5 Minuten gesessen. Okay. Sag ich mal. Also gegessen vorher halt, ne? Aber das sehe ich jetzt einfach mal nicht. So, Spikes stelle ich mal direkt schon mal. Okay, ich glaube, ich muss Spikes da auch noch ein bisschen Autos klein machen. Weil, oh, beide Kästen sind zu. Ich gucke mal, ob wir Beute gemacht haben. Mhm. Ob wir Kleintiere gefangen haben, das ist unser Spezialgebiet. Du musst den Streamkalender gucken hier. Dann individuell, ja. Also 7 Days können wir unmöglich festlegen wegen Schichtdienst. Genau. So, also sonst stream ich 3-4 Tage die Woche. Nix. Nix drin? Wie? In deiner Falle so zugefallen? In deiner Falle ist nichts drin. So, ich bestück die mal neu. Man darf halt auch nicht dagegen laufen, sonst klappt die zu und man kriegt nichts. Ah, ich habe noch einen Huhn bekommen. Also ein Hühnchen gab's. Okay. Ich hätte gedacht, man sieht das richtig, was da drin sitzt. Von außen nicht, aber du siehst ab und zu, wie so ein Hühnchen kommt und dann da rein dackelt. Das sieht man. Cool. Ja. Manchmal sieht man sein Gefiedervieh da draußen rumlaufen oder seinen Karnickel und dann irgendwann macht es Schnapp. Weil die wollen ja an den Köder dran, die stehen da richtig drauf. Und ja. Uns geht der Weizen aus, ne? Das ist das Problem. Weil so viel Weizen haben wir auch nicht. Du bist innerhalb des ersten Tages 5-mal gestorben. Ja, willkommen in meiner Welt. So sage ich mal. Ja, es war nicht der erste Tag, aber ich bin in 5 Tagen bin ich 6-mal gestorben. Da muss man erstmal hinkriegen. Ne? Würde ich sagen. Ich muss jetzt mit der Steinaxt weitermachen. Meine Feueraxt ist leider verbraucht gerade. So, ihr habt es gesehen, rundherum ist hell geworden. Ich bin also detected worden und deswegen gehe ich in die Hocke, um zu sehen, ob mich irgendeiner wahrnimmt. Upsi, ich dachte, du würdest sterben. Dann mach ich das auch mal. Ich stehe die ganze Zeit über. Ja, das ist nicht gut. Dann siehst du wenigstens, wenn dich einer entdeckt und bist vorgewarnt, bevor du noch mitgekriegt hast, dass einer kommt. Das ist auch nett, wenn Hundehorde kommen, dann hast du wenigstens den Hauch einer Chance. So, und ich hoffe, jetzt geht die Alarmanlage nicht los. Nein. Gut. Glück gehabt. Damit haben wir noch 2 Batterien mehr. Mir fehlt der Motor. Damit wir haben einen zweiten Motor. Wir haben einen lila Motor. Ich bin am gucken. Ne? Ein lila Motor ist schon mega geil. Es regnet ja auch nicht. Kann ja nichts Gutes droppen. Ne? So sieht's doch aus. Ja, so sieht's aus. Müssen wir dann so einen Gatter bauen mit normalen Zäunen oder sowas für die Tiere dann draußen, um die dann einzupferchen irgendwie mit einem Trog dann, dass sie sich dann vermehren, das Schweinchen und die Kuh. Bin gespannt, was da rauskommt. Wir bauen schon noch einen Stall für die, aber nicht in der Nähe des Hauses. Das kannst du mal vergessen. Warum? Weil dir das Gemuhe die ganze Zeit so auf den Sack geht. Und auch die ganze Zeit ist das am Rummähen und Muhen und da bist du satt. Nach 5 Minuten bist du satt. Du bringst die Tiere freiwillig um. Das geht dir auf den Sack. Ist doch Landromantik. Landromantik. Ja, ich weiß nicht. Ich bin Stadtkind, du. Achso. Es gibt Leute, die fahren...
es gibt Leute, die fahren extra raus und die machen Urlaub auf dem Land, wenn sie in der Stadt wohnen, um dieses Mu und Mäh und so halt zu hören. Klopfe ist im Stream auch leise. Ach so, was? Ja, wenn man hockt. Ja, ja, das stimmt. So, was war das? Fragen an Arthur. Kann das sein? Das lese ich gar nicht vor, Skara. Dass die Sachsen, Viecher ja, außerhalb des Bioms mehr sind. Oh, das weiß ich nicht. Was denn? Ja, genau. Einfach mal abwarten. Soll ich mit den Tieren zusammensperren? Das ist natürlich ein ganz böser Vorschlag. Nein, das wird nie machen. Aber es reicht, wenn man in der Nähe des Stalls ist, um zu kapieren, was ich meine. Das hörst du dir nicht lange an. Das geht dir wirklich auf die Nüsse. Ganz original. So, ich glaube, mir wird kalt. Kann das sein? Hat er jetzt eben irgendwie gefröstelt? Ich zieh mal ein bisschen was Warmes an. Habe ich jetzt eine Maschine bekommen? Nee. Also gucken wir weiter. Nee, der Chat überlegt schon, ob sie zusammenlegen sollen, um ihr eine richtige Kuh zu schenken. Ja, dann ist alles besprochen, oder? Wenn es Kühe in Norwegen geht, habe ich ein Problem. Das war ein Insider. So. Okay. Ich habe doch diesen netten Herrn, der mir regelmäßig was zu essen bestellt. Ich kriege dann wirklich Lieferservice und der bestellt ihn aus Norwegen. Kein Scherz. Ich habe heute Kekse bekommen. Ha, die will ich gleich erstmal in der... Ach du Scheiße, nee, Riesenspinne. Abends kann ich ja keine Pause machen. Da ist ja Horde. Zwei Riesenspinnen. Kaputt. Wo? Bei dir zu Hause? Ja, oder? Ja, ich bin mal weg. Ich komm gerade zurück. Ich kläre das. Alles klar. Riesenspinnen. Mhm, klär das mal. Ja, was machen wir denn dann? Anderes Haus suchen oder was? Nee. Die töten wir. Wie siehst du? Aber wenn du sagst, du gehst weg? Ja, die gehen gerade auf die Scheune hoch. Die zappeln da rum. Ich nehme erstmal ein paar Autos auseinander, weil wir brauchen ja immer noch die Engine. Und sind die bei unserem Haus? Wo ist denn dann eine Scheune? Da, neben Ach, dem... Da ist eine Scheune und da sind die. Ist die Scheune in der Nähe von diesem hohen Metallturm da? Die Scheune meinst du oder meinst du eine ganz andere Scheune? Sekunde. Ach ne, ich sehe in welche Richtung du bist. Ach, ich sehe dich da rumschleichen. Hm? Da beim gelben Auto ist die jetzt. Und da geht sie über den Baum. Siehst du, an diesem abgestorbenen Baum? So nah bin ich noch nicht bei dir. Ich sehe dich aus der Entfernung. Sekunde, ich bin gleich da. Ach, die kann mich doch jetzt mal. Nicht weglaufen. Beim gelben Auto? Was ist ein gelbes Auto? Ach, da. Wie, das gelbe Auto hier? Okay, und wo ist sie hin? Warte. Wir haben wieder eine Rennerhorde. Irgendwas ist der aber sehr schnell hinter dir her. Ja, ja. Deswegen muss ich mal ganz kurz. Du, ich würde sagen, gestoppt, ne? Die machen gar keine Geräusche momentan. Ich höre die Horde nicht mal. Die Spinne ist auf der Straße. Jetzt habe ich sie gesehen. So, und greift die auch die Horde an oder greifen die sich gegenseitig gar nicht so richtig die, an? Die können sich nicht ab unbedingt. Manchmal greifen sie sich an, manchmal nicht. Es kommt drauf an, ob sie sich gegenseitig auf den Sack gehen. Die Spinne kommt jetzt in unserer Häuslichkeit entgegen. Ja, ich sehe es. So, und hier sieht man schon, da sind die Bäume schon am Wachsen, die Fruchtbäume, weil wir ja Wasser gesetzt haben. Das hier ist ein Apfelbaum, da sind die kleinen Äpfel schon dran. Ja, ich komm mal lieber nach oben und dann kill ich die Spinne mal eben mit dir. Der Spider-Schuss ist durchgängig, ne? Ja, okay, so dann. War die Idee. Ich wollte jetzt mal drauf schießen, aber du stehst vorm Haus. Schieß doch drauf. Alles cool. Ach, die kann nur einen Schuss und dann ist sie tot, oder? Ja, das ist tut die nur so. Nee, die ist tot. Es hat geklappt. Ja, ich bin auch bei Discord. Gibst du Ausrufezeichen Discord ein? Aua, scheiße. Ah, Bein gebrochen. Unnötig. Ist das ein Zombie oder hat die Spinne eben gemacht?
ist weg. Kurai, vielen Dank für das Abo. Novello, oh. Reich ein Cappuccino in die Runde. Ja, den würde ich jetzt gerne annehmen. Das ist aber tags, da will ich nicht aufstehen und weggehen. Aber ich glaube, vor der Horde würde ich ganz gerne noch einen Cappuccino haben. Wäre ganz gut. Mal gucken, ob ich da rüberkomme. Ich glaube, ich muss jetzt einmal Duct Tape in Anspruch nehmen. Das ist ein bisschen doof. Okay. Ja, oder ich warte, bis mein Beinbruch ausgeheilt ist. Aber ich glaube, das wäre... Wie lange dauert das dann? Sprained Leg, 38 Minuten. Splintest du das? Dreck. Normalerweise würde es ja splinten, sage ich Splinter mal. So, auf jeden Fall. Okay. Wenn du was hast, splinten. Ja, ja, wir haben Duct Tape, so ist nicht. Zack. Passt. Du kommst überhaupt rein. Ich glaube da rein, ne? Los. So. Ja, well done, Kurai, das stimmt. Ja, die normalen Rezepte, die es in 7 Days gibt, die wird es hier bestimmt auch noch geben. Ja. Das heißt, man kann die Knochen auch auskochen. Richtig, eventuell sogar ohne Probleme. Was wollt ihr denn schon wieder von mir? Was so... Nee, brauchst du nicht. Ah doch, da ist ja noch einer. Also erstmal habe ich jetzt eine eigene Bon für dich. Und dann habe ich ein Gummihändchen gefunden. Das ist ja geil. Ein Gummihändchen. Hast du die mal gesehen? Ja, ja, klar. Das musst du dir das Icon große, angucken. Große gelbe ist, Gummienten. Ja, ja. Ja, richtig fette gelbe. Und die wird aber nicht gescrapped. Wenn du das sagst. Nee, wenn wir uns wirklich mal einen Pool bauen, dann kann man die, wenn man die da reinschmeißen könnte, das wäre toll irgendwo. Und dann, hast du schon einen kleinen Motor gefunden? Das wäre super, wenn man so ein ferngesteuertes Gummihändchen. Was, ich habe da Ideen, du. Das wird uns richtig weiterbringen. Ja. Hyäne höre ich irgendwie. Schon ja, wieder. Ich auch. Verdammt nah war die irgendwie. Ich bin nämlich gerade unten. Ich sehe sie aber gerade. Ah, doch, ist genau auf der Straße. Geht jetzt rüber zum Burgerladen, wo wir die erste Nacht verbracht haben. Okay. Wir brauchen neue Köder. Ja, wir haben gerade Weizen mehr. Ja, aber wo kriegen wir überhaupt Weizen her? Hier, in der Steppe wächst das. Das können wir dann abpflücken. Ich würde ganz gerne die Hyäne da drüben mal eben versuchen, ein bisschen. Guck dir mal an. Ich habe noch ein Hühnchen gefunden. Ah, die Hyäne kommt langsam. Na, jetzt geht sie wieder weg. Ich weiß nicht, ob ich die treffe auf die Entfernung. Bier. Geil. Oh shit, Pfeil verschwindet. Noch ein Hühnchen, okay, zwei Hühnchen. Wir haben schon ein schönes Hühnchen. So, ich wollte da drüben eigentlich, wo ist denn diese Kack-Riesenspinne? Oh, ich glaube, die kommt auf dich zu, die hier, ne? Nein, die rennt zu dir. Oh, Tatsache. Habe ich die doch getroffen? Ist ja unglaublich. Na komm, bleib doch so. Bleib doch mal stehen. So treffe ich die doch nicht. Hier könnte noch ein Motor rausspringen. Die hängt mit dem Kopf im Holzblock drin. Ich kann sie. Ja, okay, gut, dann habe ich sie halt so getroffen. Ist ja in Ordnung. Schieß in den Rücken. Ja, braucht halt nur länger dann, ne? Aber die bringt, glaube ich, bringt die Fleisch? Ja, doch, eins. Ein Hyänenkarussell, ja, so sah das aus. Das stimmt wohl.
Ich möchte ganz gerne noch mal was looten hier. Du warst schon wo überall? Ah, ich werde es ja sehen. Ich gehe mal in die Häuser hier rein jetzt. Mhm. Hier waren wir immer noch nicht drin in dem Haus. Nee. Oh, alles was, klar. Oh? Da oben ist eine Spinne. Waren die hier nicht zwei Spinnen bei diesem Haus, wo du... Wo ich okay, bin? Ich habe mir eine angelacht. Ja, die hat nur gezischelt. Gut, dann kriegst du gerade eine. War knapp vorbei. Hab sie. Na, Glückwunsch. Hing irgendwie oben an der Laterne. Warum kann ich nicht schneller laufen? Was ist los? Ich kann nicht schneller laufen. Was ist denn jetzt los? Weiß nicht. Ich kann auch nicht mehr springen. Was ist denn, was ist mit mir los? Weiß nicht. Was stimmt mit dir nicht? Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Nicht einfach ausloggen, weil dann gehe ich jetzt auch geht's erst wieder. Raus. Jetzt geht's wieder. Alles gut. Okay. Oh, das war jetzt alles gerade ein bisschen strange. Da hat er mal so einen kleinen Hänger gehabt. Also bestimmt noch einer von euch drin, oder nicht? Haben wir eigentlich alle? Schon 10 Uhr gehabt, oder nicht? Nein? Dann lass uns mal. Dann lass uns mal.